Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch Videos hier auch schon klar gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Es fehlen auch nur noch 33 Abonnenten bis 10.000. Ich glaube, das können wir echt diese Woche schaffen. Wäre auf jeden Fall extrem nice. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und morgen wird ja wahrscheinlich auch das große Update kommen. Dort werden wir, solange es natürlich kommt, auch wahrscheinlich so gegen 9 Uhr, 9.30 Uhr streamen. Mal schauen. Wenn ihr das allerdings nicht verpassen wollt, wie gesagt, lasst gerne ein Follow auf Twitch da. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute den Wilder Kanonier-Skin im Shop. Ich glaube, es ist tatsächlich auch der letzte Skin, der noch in den Leaks ist. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine weiteren Skins mehr. Ist relativ classic, nur 800 V-Bucks, also nichts Besonderes eigentlich. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie der Tango-Skin tatsächlich. Dann haben wir als nächstes noch den Bushranger und dazu die Honigkaker Spitzhacken. Dann haben wir den Sakria-Skin mit der himmlischen Lackierung und der Tugend-Spitzhacke. Und dazu dann den Malkor-Skin noch als männliche Version und dann der Büserblick-Spitzhacke. Dann haben wir als nächstes den Meteor-Skin, dann die Spektralhacke als nächstes noch. Dann haben wir den Albernes Hüpfen-Emote. Als Fortbewegungsmode natürlich. Dann die Arktis-Assassinen. Als nächstes haben wir dann noch den geschmeidigen Moves-Emote. Und dann als letztes noch den Hitzkopf-Emote. Das war's dann auch schon mit dem Morning Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.